Matthias Berger, ich habe meinen Namen geändert, aber noch keine neuen Intros. Ja, moin. In dem Sinne, moin, liebe Trickster, und willkommen zu einem neuen alten Zauberei-Basic. Wie ihr in meinem letzten Video in der Infokarte da oben sehen konntet, beschäftige ich mich aktuell ausgiebig mit Münzmagie. In dem Video habe ich mit Zauberweltmeister Marc Weide zusammen über Münzmagie gesprochen, euch ein paar Tipps gegeben, womit sollte man anfangen, welche Techniken sollte man lernen, in welchen Büchern sollte man diese Techniken lernen. Mir macht es einfach riesigen Spaß aktuell, mit Münzen zu zaubern, ja, das ist einfach saucool. Heute spreche ich mit euch über eine ganz wichtige, essentielle Technik in der Münzmagie, ein ganz wichtiger Griff, über den ich vor ein paar Jahren schon mit euch gesprochen habe, aber mit dem Video jetzt rückblickend überhaupt nicht mehr zufrieden bin, weil ich euch da wirklich nicht mal die Hälfte von dem ganzen guten Stuff erzählt habe. Ich habe über die Jahre viel gearbeitet mit dieser Technik und heute gebe ich euch all meine Erkenntnisse weiter, die ich in den letzten Jahren so gesammelt habe. Die Rede ist vom French Drop. Der French Drop ist in meinen Augen die einfachste Methode, um eine Münze verschwinden zu lassen. Aber trotzdem nutzen sie auch nach wie vor Profis, weil es ist wirklich einfach eine bombensichere und richtig täuschende Variante. Selbst wenn man weiß, dass der French Drop existiert, täuscht er einen oft, wenn man ihn sieht, wenn er gut performt ist. Deswegen, egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, was Münzmagie betrifft, das hier ist, glaube ich, genau das richtige Video für dich, um an deinem French Drop zu arbeiten und ihn eventuell zu verbessern, falls du ihn schon beherrschst. Denn glaub mir, ich habe da einiges verbessern müssen in den letzten Jahren. Kleiner Einschub aus dem Videoschnitt. Bevor ich euch erkläre, wie der French Drop technisch funktioniert, ganz wichtig, gebt dem Ganzen einen Sinn. Das ist das Wichtigste in der Zauberei, Natürlichkeit. Warum wechsle ich die Hand? Warum gebe ich die Münze von der einen Hand in die andere Hand, um sie dann verschwinden zu lassen? Warum tue ich, was ich tue? Vielleicht mache ich das, um nach einem Zauberstab zu greifen, um mit Hilfe des Zauberstabs die Münze verschwinden zu lassen. Und der Zauberstab hilft mir dann, weil hier ja die Münze palmiert ist in dem Moment, wie ihr gleich sehen werdet. Also, warum solltet ihr die Münze übergeben, um sie verschwinden zu lassen? Wirklich mag magisch wäre es doch, wenn der Zuschauer sie die ganze Zeit sieht und sie ist weg. Oder? Wäre doch eigentlich magischer. Ich will die Münze ja nur verschwinden lassen. Warum soll ich vorher die Hand wechseln? Gebt diesem Handwechsel einen Sinn, überlegt euch da was, wie das in eurer Routine Sinn ergibt. Geht nicht zu einem Zuschauer und sagt, ey, guck mal, ich habe hier eine Münze. Zack. So wie ihr das gerade bei mir im Intro gesehen habt. Sondern baut den French Drop bitte in eine Routine ein. Und in dieser Gesamtroutine ergibt das Ganze dann bitte auch Sinn. Es sollte nicht der einzige Griff sein, sondern es sollte einen Sinn haben, dass ihr die Hand wechselt. Bedeutet beispielsweise das Greifen nach einem Zauberstab oder das Greifen nach einem Objekt. Oder lass es sein, das habe ich bei meinem guten Kollegen Miles Pitwell gesehen, der macht das auch unglaublich schön, immer jeder Bewegung eine Motivation zu geben. Vielleicht wechsle ich ja die Hand, weil ich mit der Hand dramatisch meine Brille absetzen will, bevor ich sie verschwinden lasse. Oder vielleicht habe ich auch so ein leeres Münzportemonnaie und ich muss die Hand wechseln, weil ich nach diesem Portemonnaie greifen möchte und die Münze verschwindet und taucht jetzt im Portemonnaie wieder auf. Wie wäre es damit? Das heißt nicht, dass ihr das so machen sollt, sondern ich möchte euch gerade einfach nur sagen, gebt allen Bewegungen in eurer Magie immer eine Motivation, einen Grund. Warum tue ich das? Überdenkt als allererstes das Warum. Mit Hilfe des French Drops können wir Münzen, Ringe, alles was ungefähr in dieser Größe ist, verschwinden lassen. Beispielsweise, um sie woanders wieder auftauchen zu lassen, für das Ende einer Routine, wenn wir mit leeren Händen rausgehen möchten. Ich mache das Ganze hier mit so einer gelben China Coin, weil die meiner Meinung nach in der Kamera einfach am deutlichsten zu erkennen ist. Und noch einmal von vorne betrachtet sieht der French Drop so aus. Die Münze verschwindet. Schritt für Schritt, wie könnt ihr das Ganze nachmachen? Ich zeige das mal hier over the shoulder, dass ihr es wirklich aus meiner Perspektive seht. Prinzipiell funktioniert der French Drop jetzt erstmal so. Ich komme mit meiner anderen Hand, greife so die Münze von unten mit dem Daumen. Ja, mein Daumen geht unter die Münze und die anderen Finger kommen hier von oben, als würde ich die Münze so in die andere Hand nehmen wollen, ja? Das heißt, der Wechsel von der einen Hand zur anderen Hand ist die Rechtfertigung dafür, dass der French Drop passiert. Während ich jetzt aber nach der Münze greife, in dem Moment, in dem meine Finger hier das Sichtfeld für den Zuschauer verdecken, in diesem Moment lasse ich jetzt aber die Münze so mit dem linken Daumen fallen. Mein Daumen entfernt sich einfach, der lockert sich ganz bisschen, ja? Das hier reicht. Ihr seht, hier passiert keine Bewegung, 0,0. Und ich kann die Münze einfach fallen lassen, indem ich einen Millimeter meinen Daumen löse von der Münze. Okay? So fällt die Münze genau passend. In dem Moment, wo ich greife nach der Münze, lasse ich sie fallen und greife ins Leere. Das ist erstmal grob der Ablauf. Die Münze landet jetzt dadurch perfekt in Fingerpalmposition. Das ist das Praktische daran. Wenn ich es richtig mache, landet die Münze so im Fingerpalm und ich kann sie jetzt hier perfekt einfach so abstehen.
Okay, hier befindet sich jetzt die Münze und ich kann die Hand baumeln lassen. Details dazu sage ich euch gleich. Das ist jetzt nur das grobe Grundprinzip. Es gibt viele Details, die wir da ansprechen können. Und ganz bestimmt auch noch mehr als das, was ich euch in diesem Video sage. Da gibt es ja in der Literatur unendlich viel Stuff zu. In dem Moment, in dem ich danach greife und mit den Fingern die Sicht verdecke, lasse ich die Münze in den Fingerpalm fallen, ohne dass die Movement in meiner linken Hand passiert. Zack. Und jetzt passieren zwei Dinge gleichzeitig. Erstens, ich entferne meine rechte Hand vom Geschehen und zweitens lasse ich die linke Hand runterfallen. Und dabei gibt es vieles zu beachten und darüber sprechen wir jetzt. Das war jetzt nur der grobe Ablauf. Jetzt kommt der wichtige Part dieses Videos. Jetzt lernt ihr überhaupt erst vernünftig. Nachdem ihr das ausführlich geübt habt, dass ihr vom Timing her genau im richtigen Moment zugreifen und die Münze loslassen könnt, ja, das muss wirklich sauber aussehen, müsst ihr es jetzt verbessern, sodass es natürlich aussieht. Wie wird das Ganze natürlich? Dazu betrachten wir beide Hände unterschiedlich. Erstens, ich halte die Münze ja jetzt in diesem Fall in meiner linken Hand. Macht das mal zur Übung wirklich. Schaut euch vom Spiegel genau an, wie würde das aussehen, wenn ich die Münze wirklich von einer Hand in die andere rübergebe. Dabei passiert Folgendes. Beide Hände bewegen sich automatisch aufeinander zu. Es ist nicht so, dass die rechte Hand hiernach greift und nee, bloß nicht. Das ist irgendwie robotisch, so bewegt sich kein Mensch. Völlig natürlicherweise bewegen sich beide Hände aufeinander zu. Ja, das heißt, wenn wir jetzt nur die linke Hand betrachten, die linke Hand bewegt sich auf halber Strecke Richtung rechte Hand, bevor der Move passiert, bevor ich die Münze fallen lasse, ja. Ich bewege die aufeinander zu, lasse die Münze fallen. Und was auch absolut Sinn ergibt, ist, dass ich die Münze nicht die ganze Zeit so ganz starr so halte, dass der Daumen oben liegt, damit ich nachher im passenden Fingerpalm bin, sondern es ergibt absolut Sinn, dass ich die Hand in dieser Bewegung auch irgendwo gewissermaßen rotiere. Ergibt völlig Sinn. Das ist eine natürliche Weise und nicht das, eine Münze zu halten. Mein Ellbogen bleibt ja logischerweise am Körper, ne? So zeige ich eine Münze. Das heißt, hier in der Bewegung passiert eine Rotation des Handgelenks, okay? Zack. Und schon ist die linke Hand natürlicher. Jetzt übernimmt die rechte Hand die Münze, was sie ja nicht wirklich tut, sondern wir übergeben sie in den Fingerpalm, wie ihr seht. Okay, was passiert jetzt mit der linken Hand? Jetzt müsst ihr darauf achten, dass der Zuschauer hier nicht die Münze in eurer Hand sieht. Das bedeutet, wenn ihr in diesem Winkel performt, müsst ihr jetzt das Handgelenk wieder etwas einrotieren, sodass die Handfläche zu euch zeigt. Wichtiges Detail. Ja, die Handfläche bleibt nach der Übergabe zu euch gedreht. Hat er genau gesehen, ja? Ich war hier und habe die Handfläche zu mir gerichtet gelassen. Ich gehe nicht so runter. Nicht einfach neutral runtergehen, denn sonst kann der Zuschauer in meine Handfläche reingucken und sieht die Münze im Fingerpalm. Das wollen wir nicht. Deshalb, wir übergeben die Münze, die Handfläche bleibt zum Körper und jetzt ein letzter wichtiger Schritt. Das ist ein absolut wichtiger Tipp, den ihr in eurer ganzen Münzmagie verwenden könnt. Die Hand, in der ihr heimlich eine Münze palmiert, die Hand sollte einfach hier unten baumeln. Denn wenn die Hand hier oben bleibt, das ist ein großer Fehler. Warum sollte ich, wenn ich die Münze wirklich übergebe, warum sollte die Hand jetzt hier bleiben? Das ergibt keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass die Hand auf dieser Höhe bleibt. Das gefällt mir überhaupt nicht und das sehe ich sehr, sehr häufig. Darüber haben wir schon so oft gesprochen. Was auch keinen Sinn ergibt, ist, dass die Hand jetzt einfach hier runter geht und hier so hängt. Das hat auch keinen Sinn. Ja, deswegen, einzig logische Schlussfolgerung, wir übergeben die Münze von der einen Hand in die anderen. Ja, zack, palmieren sie hier im Fingerpalm. Und in dem Moment geht die Hand hier runter und baumelt hier auf Hüfthöhe rum. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung daraus, wie wir diese Hand wirklich leer dem Zuschauer präsentieren. Die rechte Hand hat da etwas weniger zu tun. Bei der rechten Hand ist wichtig, beide Hände bewegen sich aufeinander zu, ihr erinnert euch. Beide Hände gehen aufeinander zu, ich greife nach der Münze. Und jetzt ist das Wichtige in der rechten Hand, auch ein Fehler, den ich früher oft gemacht habe, der gar keinen Sinn ergibt. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Fehler überhaupt gemacht habe. Wenn ich die Münze wirklich greife und sie so in meiner Hand verstecke, dass sie mein Zuschauer nicht sieht, dann ist mein Daumen hier. Mein Daumen ist nicht hier vorne. So hält man keine Münze. Das ergibt keinen Sinn, ja? Was ich früher gemacht habe, ist, ich habe nach der Münze gegriffen und bin dann so in dieser Position gegangen. Mein Daumen war an den Fingerspitzen, ja? Das heißt, man hat früher meinen Daumen hier rausgucken sehen. Das ergibt keinen Sinn, denn jetzt sieht der Zuschauer schon, die Hand ist leer. Wir wollen aber den Eindruck erwecken, noch ist die Münze hier. Wir lassen sie jetzt erst in dieser Geste verschwinden. Bedeutet, wenn ich mit meiner rechten Hand nach der Münze greife, zack, sie im Fingerpalm hab, die linke Hand baumeln lasse, dann muss mein Daumen hier sein. Hier muss mein Daumen hingehen. Das heißt, der Ablauf ist so. Hier geht mein Daumen hin, okay? Und nicht zu den Fingerspitzen. Mein Daumen geht hier vorne hin. Und jetzt, ganz wichtig, unsere Augen
folgen der rechten Hand, die leer ist. Unsere Augen folgen der Hand, bei der der Zuschauer glaubt, dass sich dort die Münze befinden soll. Ganz logischerweise, wir wollen ja den Eindruck vermitteln, hier befindet sich die Münze. Bedeutet, meine Augen müssen eindeutig dem Weg der Münze folgen. Meine ganze Aufmerksamkeit ist jetzt hier. Mein Arm ist hochgehoben. Das hier ist eindeutig. Hier befindet sich die Münze. Meine Augen schauen dahin. Mein Körper ist hier hingerichtet. Meine linke Hand baumelt hier ganz entspannt. Mann, sehe ich fett aus in dieser Jacke. So fett bin ich jetzt auch nicht. Und wenn ihr wirklich 100% clean rausgehen möchtet, ihr möchtet die Münze überhaupt nicht mehr in euren Händen halten, sondern wirklich so machen können, dann könnt ihr mit eurem Zuschauer arbeiten. Damit meine ich Folgendes. Bevor die Münze verschwindet, das heißt, ich bin jetzt hier, bevor ich jetzt eine Geste mache, dass die Münze verschwindet, kann ich jetzt mit der Münze in der Hand, die hier ja gar nicht mehr ist, sondern längs links im Fingerpalm, in dieser Position kann ich zu meinem Zuschauer gehen und diese Bewegung zum Zuschauer hin ausnutzen, um die Münze aus dem Fingerpalm beispielsweise in meine Hosentasche zu bringen. Das bedeutet, das würde so aussehen, zack, hier pass auf, puste einmal und in dem Moment habe ich sie gerade in die Hosentasche geladen, das habt ihr nicht gut gesehen. Ich mache es seitlich, dann seht ihr es besser. Ich brauche einen Zuschauer. Perfekt. Und zum Abschluss, nachdem ich gerade 4 Münzen zu 3 und 3 zu 2 und 2 zu 1 gemacht habe, bleibt nur noch diese eine Münze übrig. Und da tust du mir bitte einmal gefallen, kannst einmal pusten bitte. Und auch die letzte Münze verschwindet. Ja, so ungefähr könnt ihr das machen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich euch unbedingt mit auf den Weg geben wollte, aber dieses Video war wirklich notwendig. Ich war damit nicht glücklich, auf meinem Kanal ein Video zu haben, wo ich den French Drop nicht ausführlich genug erkläre und ihn sogar falsch erkläre. Bei meinem alten Tutorial war es halt wirklich, okay, du greifst nach der Münze und puff, weg ist sie. Ja, das ist halt kacke. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Matti und ciao. Au.